Eine absolute Legende. Anton Toni Inauer. Gratuliere zum ersten Platz beim Schwergewichtsspringen. Traubenmilchschokolade hätte ich auch genommen. Lieber Toni, was darf ich dir zu trinken anbieten? Ich krieg meinen eigenen Zaubertrank, habe ich gehört. Aber was ist denn, ob dem so ist? Okay, der wurde schon vorbereitet. Darf ich nicht sagen. Was ist das für ein? Frag's mir was anderes. Ja, wir fragen dich was anderes. Hast du eigentlich, weil wir... Aber es ist etwas, dass du immer... Gerstengras, mach ich selber. Was ist das, Red Bull oder was? Aber was ist da ungefähr drin? So ungefähr. Gerstengras. Dieses Wunder. Gras, sagt er, was vielleicht kennst du. Ja, Gras kennen wir, ja. Lieber Toni, wir haben dich ja eigentlich eingeladen, weil wir eine Krise des Skisprungteams bemerkt haben vor wenigen Wochen. Und jetzt hat Stefan Kraft auf einmal dreimal hintereinander gewonnen und kam wie Phönix aus der Asche wieder auf den Thron zurück. Ist doch schön, oder? Es ist wahnsinnig schön und es freut mich wirklich. Ich schaue wirklich sehr gern. Seid ihr unvorbereitet wegen dem? Warum ist Skispringen so ein seltsam feinnerviger Psychosport, dass man nicht sagen kann, wie es ausgeht? Warum fällt ein Athlet auf einmal wieder in ein derart tiefes Loch und kommt dann zwei Monate später wieder zurück? Anders gefragt, wie ist die unfassbare Krise von Schlierenzauer zu erklären? Von dem du gesagt hast, er ist der beste Skispringer der Welt. Er wird auf Jahrzehnte unschlagbar sein. Und war dann, hat also sich mit teilweise einem Jahrzehnt habe ich recht gehabt, aber dann war es plötzlich abgerissen. Schlierenzauer, das ist die noch schwierigere Frage, warum klappt es beim Schlierenzauer nicht? Gibt es mehrere Gründe. Zuerst einmal hat er einen Vorteil gehabt, solange er da so viel gewonnen hat, nämlich durch seine noch mehr Ohrhaxen weh, sieht man das irgendwo in der Kamera? Schlier hat noch ein bisschen mehr und der konnte beim V-Stil, konnte der ein V machen, ohne die Ski aufzukanten und gleichzeitig mit den Ohrhaxen die Ski ganz flach halten, das konnte niemand. Also er war deformiert, oder was? Nein, das war eine spezielle Mutation fürs Skispringen. Oh. Und er konnte... Aber habt ihr den gezüchtet? Moment. Und er konnte ohne irgendeine Hilfe so fliegen, hatte damit mehr Auftrieb und hat einfach das dominiert, jahrelang. Und dann kam Simon Ammann, der Schweizer. Ja. 2010 war das und hat eine Bindung, immer noch unterwegs mit 38, 39 Jahren. Und hat eine Bindung erfunden mit so einem krummen Stab hinten, der den Ski nach außen kippt in der Luft und jetzt können das plötzlich alle. Ja. Damit war dieser Vorteil, den der Gregor gehabt hat, weg und damit bist du wieder ein Mensch unter Menschen, musst sehr gut springen, um zu gewinnen. Du hast ja auch diese Mutation, leichte Mutation. Leicht, das heißt, könntest du theoretisch jetzt mit Mitte 60 die Konkurrenz von hinten nochmal... Jetzt Mitte 60. Bist du nicht Mitte 60? Anfang. Anfang 60. Ich meine ja in 3-4 Jahren, wenn du dann Mitte 60 bist und dann wieder in den aktiven Sport zurückkommst, könntest du theoretisch diese Jungen mit deinen noch immer perfekten O-Beinen quasi besiegen? Ich bin ja nicht Faustil gesprungen, mir hilft das nichts. Wie lange würdest du brauchen, um auf Faustil umzustellen? Also meine Sportlerin braucht ungefähr 2-3 Monate, haben wir gemacht im Sommer, 92 war das, 91 im Sommer auf die Olympischen Spiele. Und ich würd wahrscheinlich 9 Monate brauchen, schätze ich, sowas. Ja. Und wie viele Meter würdest du am Bergisel springen können? Sag mal, bei besten Verhältnissen? Na, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde nicht mehr springen wollen. Aus Angst? Es ist einfach gefährlich, wenn man wirklich... Ich habe zwar Kollegen, die sind aber ein Leben lang gesprungen. Nein, einen habe ich, der ist der Anton Zapf, ist Mitte 60. Und er ist Skispringer, ist Masters, Weltmeister im Skispringen. Der springt am Bergisel. Aber weil er ständig springt, weil er sich ständig dem Risiko aussetzt. Und das ist ja nicht lustig, wenn ich da einen kleinen Fehler mache, einmal das Schlüsselbein kaputt, dann ist er Knie. Aber wie geht das überhaupt? Ich meine, wenn man in dem Alter Golf spielt, dann gehst du in einen Golfverein. Aber wenn du Skispringen willst, gehst du da einfach hin und löst ein Ticket oder wie? Na, der war Skispringer, bis er 12 war. Dann hat er schwere Verletzungen gehabt und hat damit eine kleine Pause gemacht bis 48. Und dann hat er wieder angefangen. Lieber Toni, bitte. Ja, wir haben ja schon darüber geredet, dass ich gern Skispringen schaue. Und ich verstehe auch relativ viel. Aber was heißt über den Ski kommen? Ich habe noch keinen Skispringer gesehen, der unterm Ski war. Was meint man damit? Und es wird immer gesagt, er ist gut über den Ski gekommen. Das musst du so vorstellen. Ihr gebt es nachher wieder zurück. Ja. Wenn der wegspringt, dann von der Kante weg, dann kriegt der Ski auch Druck von der Luft. Nicht? Und den Ski drückt sie ihm so nach oben, der rotiert nach vorne, nach vorne oben. Und wenn der nicht über den Ski kommt, wenn der nicht vom Absprung her diese Drehung einleitet, dann wird ihn der Ski nach hinten drücken. Ach so. Und wenn er gute Absprungbewegung macht, dann drückt der Ski hier und er kommt über den Ski, während der Ski drückt da hinten. Ja.
Kannst du kurz so bleiben, bitte? Ja. Okay, verstehe. Und dann trägt beides. Okay. Das heißt, wenn nicht, dann fällt er hinten auf der Rückseite der Schanze runter? Ja, aber das runter, passiert ja kaum. Nein, er fällt schon vorne über die Schanze, aber dann am Rücken fällt er. Okay. Ist Skispringen nicht eine Sportart, die einem sozusagen passiert? Es ist irgendwie alles Zufall. Es sind verschiedene Kräfte da. Es ist die kinetische Energie durch den Anlauf darunter. Es ist die Zentrifugalkraft, die dich da rausschleudert. Die Kraft, die der Sportler einsetzt. Und dann sind es die Windkräfte. Und die sind nicht berechenbar. Er springt raus und da hat er im letzten Teil Aufwind gehabt. Das heißt, wenn er dann mit 130 km/h fliegt und er hat einen Aufwind mit 15 km/h, dann hat er plötzlich relativ zur Geschwindigkeit mehr Druck und mehr Windgeschwindigkeit. Und dann beginnt er, eine andere Kurve zu fliegen. Statt hier zu landen, hebt er noch einmal ab und kommt noch einmal raus. Das heißt aber, dann muss er was tun. Das haben wir zuerst gelernt. Dann muss er über den Ski kommen. Genau. Nochmal über den Ski kommen. Weil der wird dann stärker. Und der gute Skispringer kann das dann und der nicht so gute kriegt Panik. Der wird überrascht. Lässt sich fallen in den Schnee. Ja, den drückt es. Denn so sagt man, der Ski hat ihn erdrückt. Dann kann er vielleicht noch die Balance halten, aber wird nicht mehr schnell. Aber was denkt er in der Luft? Welle. Wie ist das für ihn in der Luft? Denkt er in der Luft in dem Moment dann, scheiße, das geht echt weit? Er denkt an deutsche Nachbarin. Das sowieso. Aber denkt er dann an den Telemark trotzdem? Denkt ihr an den Aufsprung, dass das auch noch gut sein muss? Oder, in dem Moment, oder ist das automatisiert? In dem Moment denkt er nicht. Das sind Automatismen. Die hat er vorher am Abend vielleicht im Bett sogar gedacht, wenn ich so einen Sprung habe und der Wind passt und ich bleibe vorn. Und das musst du vorher entschlossen haben. Ja. Wenn du das in dem Moment erst überlegen anfängst, bist du zu spät. Der hat es sich vorgenommen, wenn ich das Glück habe, dann packe ich das beim Schopf und dann ziehe ich das durch. Telemark hat da keinen gemacht. Ja, aber da kann er nur noch stehen. Da muss er nur schauen, weil das gibt man in Äquivalent von Niedersprunghöhe. Das ist, wie man der von 3 Meter auf den Asphalt runterspringt mit Sprungski auf den Beinen. Ja. Und das muss er schauen, dass er das irgendwie stehen kann. Da wird es gefährlich, aber und dabei rutscht er noch. Warum gibt es eigentlich so wenig Tote im Skispringen? Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es wenige, weil auch nichts im Weg steht. Das ist so der, ist eigentlich der banaler Grund. Ja. Gut, dass ich das auch in Richtung welche fliegen. Gibt es? Entschuldigung, jetzt muss ich was loswerden. Das wirst du mir nicht glauben, auch aus einer Geschichte aus der Kindheit. Ja. Ich bin der einzige Skispringer der Welt, der in der Luft bei einem Zusammenstoß sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Nein. Mit wem bist du zusammen? Mein Nachbar, der Klaus Broger, der lebt leider nicht mehr. Deutscher Nachbar? Nein, ja, Vorarlberger, der Nachbar. Wie? Und wir haben das nicht gesehen. Das war ein Hügel, da konnte man von zwei Seiten zufahren. Da bist du runter. Er kam von Norden und ich kam von Osten. Ja, vom Osten. Und dann geht's da hoch auf den Hügel und erst in der Luft haben wir gemerkt, oha, ein Schatten. Und der Schatten war halt 3 Jahre älter wie ich und 20 Kilo schwerer. Und ich habe das Schlüsselbein kaputt. Das ist ja eine unfassbare Geschichte. In der Luft. Das sagt man, solange du oben bist, kann da nie was passieren. Ja. Von wegen. Yes. Übrigens, zu dem Weltrekordflug. Entschuldige, Ulrike, wolltest du was sagen? Ich wollte nur fragen, gibt es eigentlich Skispringerinnen? Ja, klar. Ja. Das interessiert mich auch. Die Skispringerinnen sind ja in Wahrheit gar nicht viel schlechter als die Männer. Das sind vielleicht 10 Meter, die da fehlen. Er hat ja nichts aber zu tun. Es ist der Fokus ausschließlich auf die Männer gerichtet. Ja. Woran liegt das? Ich bin ein bekennender Damen-Skisprung-Fan. Bravo. Ja, du. Weil sie wirklich großartigen Sport machen. Ja. Und es wird mittlerweile, das ist ja auch ein bisschen gemein, aber wenn die Sendezeiten so liegen, dass sie zum Beispiel nach den Herren kommen, dann haben sie auch tolle Quoten. Und das muss man machen, weil dann nächstes Mal wieder mehr zuschauen. Und man kann sich ja vorstellen. Ich schau ab jetzt. Die Kraft allein ist beim Skispringen nicht entscheidend. Das ist nicht das Wichtigste. Es ist ja auch kein Springen, es ist ein Skifallen. Es ist ein Fallen. Ein Segeln, ein Gleiten. Weil ja der Sport immer nach Höchstleistungen giert, immer schneller, höher, weiter, ist 253,5 Meter. Ist das Ende der Fahnenstange? Oder müsste man viel größere Schanzen bauen, damit jemand auch mal... Wie schnell fliehen die da? Du müsstest größere Schanzen bauen, dann kannst du 400 oder 500 Meter fliegen. Aber dann ist die Gefahr, dass man... Schnell fliegen tun sie bis zu 140 km/h bei der Landung, je nach Wind auch, kann schon sein. Aber ist das noch vertretbar, eine Schanze zu bauen, die Menschen 400 Meter springen lassen? Es wurde schon mal eine Schanze gebaut am Großglockner. Das wäre eigentlich das hätte man dann als
Spielfilm verkauft. Zwei, drei Sportler hätten sich gemeldet, dafür dort zu springen. Man könnte das machen. Rein physikalisch ist es so, dass der Skispringer mit dem heutigen Material ungefähr bei 142, 145 km/h stabil wird. Er hat einen bestimmten Gleitwinkel, den hält dabei und die Geschwindigkeit wird nicht mehr größer. Und je länger der Hang ist, umso länger fliegt er. Wenn der Hang einen Kilometer lang ist und er kriegt keinen Krampf, dann würde er einen Kilometer weit fliegen können. Nur das Problem ist, wenn Wind kommt, dann fliegt er plötzlich von 10 Meter Flughöhe auf 30 Meter. Und wenn er dann ein Problem hat... Das wollen die Leute sehen. Oder? Ich glaub, Norbert Hofer wird das möglich machen. Ja, vielleicht. Abschließend die Frage für dich, wenn du im ZDF kommentierst. Das heißt abschließend, haut's mich aus. Ja, wir müssen dich gleich raus haben. Wenn du dort im ZDF kommentierst und um dich herum lauter deutsche Frauen reden. Wie deutsche Frauen? Na, deutsche Frauen, die dann so reden, immer so ein bisschen mit einem leichten S-Fehler. Ist es dann sowas? Das ist so. Das ist Schauspielerin, ja? Das ist so. Ist das für dich erotisch überhaupt noch aushaltbar dann als Österreicher? Packst du das noch? Ich muss natürlich nachdenken, meine Frau schaut auch zu. Ja. Ja. Aber es geht ihr wahrscheinlich mit Deutschen genauso wie dir. Also ich schätze die Professionalität bei meinem Arbeitgeber unwahrscheinlich. Ist aber auch beim ORF sehr hoch. Zurückhaltung. Gerade der Frauen, vielleicht hat es nur mit mir zu tun, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, keine Ahnung. Diplomatische Antwort. Ja. Letzte Frage vielleicht. Wird Stefan Kraft Herrn Kobayashi noch einholen in der Gesamtwertung? Nein, wird er nicht. Warum nicht? Wenn er jetzt fünfmal hintereinander gewinnt, hat er ihn. Der Kobayashi dürfte dann nicht gewinnen. So wie Kobayashi ist aber jetzt schon wieder schwächer geworden. Wird jetzt nur mit Vierter oder Sechster? Ja, aber das genügt immer noch. Gell? Also während die beiden noch weiter verhandeln, meine Damen und Herren, möchte ich mich bedanken für Ihr Interesse. Heute zu Gast Ulrike Beimpold und Toni Hinauer. Vielen Dank. Toni Hinauer.